dann ja, kriegen wir auch vielleicht von Nvidia die Grafikkarten, auf die wir warten, präsentiert. Also die 4090, 4080, die Gerüchte haben sich verdichtet. Und ich hoffe, im Bereich Gaming wird richtig was enthüllt. Where it all began. Nvidia Gaming. Here's Jeff Gaming. Bishop. Okay, ich habe kurz stumm geschaltet wegen der Musik, aber jetzt kommt's. Gaming, Leute. Ja, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? RTX ist für Gamers. Ja, ist alles sehr spannend, ja, was uns jetzt gerade gezeigt wird, aber wir wollen mehr. Ja, wir wollen wissen, was uns dieses Jahr noch erwartet. Ja, und ich hoffe, sie schlingeln sich jetzt hier nicht durch die Computex, ohne uns einen Teaser zu geben, was uns erwartet, wann uns das erwartet und was für einen Leistungssprung wir sehen werden. Are defining the next generation of content. Next Generation. Now, there are over 250 Come on. RTX games and applications, doubling since last Computex. I'm happy to announce that today, the most successful game of the franchise is getting a big update with ray traced reflections, shadows, and NVIDIA DLSS. Das wird nice. Let's take a look at Hitman 3 with RTX on. Ja, tatsächlich werde ich mir das, glaube ich, demnächst mal gönnen, weil ich habe die Demo angespielt und das sieht schon nice aus. Und wenn es jetzt noch mal einen Grafik-Overhaul bekommt, mit Raytracing und allem drum und dran, ja, schöner Nvidia-Boost. Ich habe Bock drauf, Leute, ich habe Bock drauf. Gaming Performance isn't about FPS. Und die Preise werden weiterfallen. Ja, wenn wir heute 4080, 4090 namentlich genannt bekommen, dann wird das Weihnachtsgeschäft gute Preise mit sich bringen. Continues to grow. In addition to games, it is featured in 22 monitors Ey, and den Wurm in 45 lights. Icarus, den habe ich im This will Livestream soon besiegt include Icarus, mit meiner a gritty Truppe. PvE survival game, Ja, where das war you nice. explore a savage alien wilderness in the aftermath of terraforming gone wrong. Skorpione. Icarus, which already features DLSS, adds Reflex next month, so Oh. every gamer can better survive this hostile environment. Muss ich meine Today, Buddies we mal are fragen, ob wir introducing the vielleicht newest Icarus member of the noch Reflex mal eine family, Chance geben? the ASUS ROG Swift 500 Hz gaming 500 monitor. Hertz, The 24 lowest Zoll. latency, highest Wow. refresh rate G-Sync eSports display ever created. It has been Crazy. designed from the ground up for competitive gaming, featuring a brand new ETN panel for maximum motion clarity. G-Sync eSports mode with adjustable ETN, vibrance, eSport supported TN by the Panel, NVIDIA alles klar, Reflex Leute. Analyzer. Over the past 20 years, NVIDIA and our partners have dedicated ourselves to building the best platform for gaming and creating. Jetzt Hundreds of kommt's. millions now count on And it to there is play, more. work, and learn. RTX has reinvented graphics, and the momentum continues to Sven, grow. erstmal ein There Käffchen, are meiner ist now schon over leer. 250 games and applications. Gaming laptops are the fastest growing PC category, and Max-Q 4.0 is delivering a new level of power efficiency. These are our most portable, highest performance laptops ever. Finally, I want to thank our partners for working so hard alongside us to bring new innovations to the market and helping build this amazing PC ecosystem. Come on, come on, Thank you for watching. Jensen. We wish you and everyone around the world safety, peace, prosperity, and good health. Jensen, nope. And there is more. Wir sind noch 7 Minuten, Freunde. Das war's? Nein. That's it? Was? Denn ja, Nvidia hat sich leider dazu entschlossen, heute keine Grafikkarten vorzustellen. Wir haben jetzt lediglich eine Menge Gerede rund um die letzten paar Monate bekommen und über die Erfolge, die Nvidia erzielt hat. Aber was Neues präsentiert bekommen haben wir jetzt leider nicht. Ja? Und das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Gerade wenn man jetzt eine Keynote von AMD im Direktvergleich sieht, wo wirklich aus allen Rohren geschossen wird. Ja? AM5, Ryzen 7000, DDR5, PCIe Gen 5, 5 Nanometer, neue Chipsätze, neue Mainboards, neue CPUs mit 5,5 Gigahertz. Ja, das ist einfach nur crazy. Aber auch AMD hat also keinerlei Anzeichen von neuen Grafikkarten gezeigt. Entsprechend glaube ich, dass in Sachen GPU 2022 wir hier mit den 4000ern von AMD, von Nvidia und den 6000ern von AMD so
die Spitze erreicht haben, ja, und vielleicht das Weihnachtsgeschäft erst einmal, sagen wir, mit guten Angeboten, Verfügbarkeit und für fairen Preisen ein weiteres Quartal sozusagen aufgeschoben wird, bis dann nächstes Jahr sozusagen die ganzen neuen Generationen, egal ob von AMD oder Nvidia, wirklich in den Handel kommen. Und dann hat Intel auch mit Arc Alchemist eine Chance, ja, eine Chance Fuß zu fassen, bevor es richtig in den Konkurrenzkampf losgeht, weil Intel Arc soll ja mit der A770, entsprechend dem Flaggschiff von Intel, mit einer RTX 3070, mit einer RX 6700 750 XT soweit konkurrieren von dem Leistungsniveau. Und ja, wenn dann diese Karten von Intel dieses Jahr noch kommen und sie sollen im Sommer in den Handel kommen, dann ist natürlich die Frage, ja, wer kauft das noch? Ja, wer kauft das noch? Ja, wenn wir jetzt eine 3070 Performance oder RX 6700 Performance für 400 Euro bekommen sollten, ja, für unter 500 Euro, dann wird das ein spannender Konkurrenzkampf. Ja. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir eben erst Ende des Jahres, wirklich spät am Ende des Jahres, neue Gaming-Produkte sehen. Es wäre auch ein bisschen wahnwitzig gewesen, wenn jetzt kurz nach dem Launch der RTX 3090 Ti oder der 6950 XT direkt neue High-End-Modelle angekündigt worden wären, weil dann wären die Kaufzahlen komplett in den Keller gefallen. Ja, um Punkt 6. 6 Uhr morgens, Leute. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin, ja, Leute, wie jedes Mal Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.